Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von Switch & Go Dinos. So, ich würde sagen, wir machen das Paket auch direkt auf. Und hier haben wir die Fernbedienung und natürlich das Auto selbst. Beziehungsweise der Dino, denn es ist ja zwei in einem. So, und wir werfen mal ganz kurz einen Blick in die Bedienungsanleitung. Hier wird erklärt, welche Knöpfe an der Fernbedienung für was gut sind, wo die Batterien reinkommen, wie sie reinkommen, was das Auto alles kann und. Die legen wir jetzt aber weg und fangen natürlich mit dem Schmuckstück an des Pakets, das Auto. Uhuhu! Das sieht ja richtig gut aus. Es sieht sehr hochwertig aus und wir werden nachher sehen, es hat einiges auf dem Kasten. Das hier ist also die Fernbedienung dazu, rechts dieser Knüppel, das ist der Turbo-Modus. Und ja, das Auto kann auch sprechen, das steuern wir gleich über die Fernbedienung. Bevor das aber geht, müssen wir hier Batterien einsetzen. Dafür schraubt ihr einfach genau diese Schraube auf und seht dann, genau zwei Batterien kommen da rein. Das werden wir auch mal hier schnell einsetzen. Das sind ganz normale Doppel-A-Batterien. So, 1 und 2. Dann müsst ihr den Deckel wieder draufschrauben. Wenn das getan ist, dann müssen wir das gleiche auch nochmal mit dem Auto machen. Hier kommen auch nochmal Batterien rein, und zwar hinten am Heck. Da seht ihr so eine kleine Schraube, die ebenfalls aufschrauben. So, dann die Klappe abnehmen. Und ihr seht schon, da ist ordentlich Platz für Batterien, nämlich 6 Stück. So, ich habe das mal eben schnell für euch gemacht. Dann kommt die Klappe wieder drauf, natürlich wieder feste zuschrauben. So, wenn ihr euch dann das Auto nehmt, da seht ihr oben den An-Knopf. Wenn ihr den einfach anmacht, dann passiert Folgendes. Ich bin Triceratops, mein Wagen ist aufgetankt und fertig für das Rennen. Ja, yeah, er spricht nämlich mit uns und er kann einiges sagen, und das könnt ihr hier an der Fernbedienung steuern. Einfach anmachen und dann mal die Knöpfe durchdrücken. Hören wir mal rein. Fang mich doch, wenn du kannst. So, und fahren kann er natürlich auch. Und was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, dass da vorne auf diesem Bildschirm sich noch so ein Mann mitbewegt. Nachher, ich will da noch nicht zu viel sagen, aber wir können den ja noch verändern. Da wird da dann noch was anderes drauf zu sehen sein. Lass uns zuerst die Akkus aufladen. Er will also die Akkus aufladen, dann drücken wir mal hier unten auf den Knopf. So, und hier Vorsicht mit dem blauen Hebel, das ist der Turbo-Modus. Der ist mir ja fast vom Tisch gefahren, das Auto. So, und jetzt kommt der Knopf der Knöpfe. Ich bin Triceratops. Ich bin ein gefährlicher Dino. Pass auf! Oh Leute, wie cool ist das denn? Jetzt haben wir aus dem Auto einen Triceratops gemacht. Oben haben sich die gelben Hörner aufgestellt, vorne die gelbe Nase, das Horn. Also mega cool. Und vorne auf dem Bildschirm, das seht ihr jetzt vielleicht, da sind jetzt auch Augen entstanden und es sieht einfach nur richtig cool aus. Er kann natürlich immer noch fahren und er kann jetzt andere Dinge sagen. Mein Kopf funktioniert wie ein Schild. Ich lebte in der Kreidezeit. Ich bin der größte Dino mit Hörnern. Ich bin einfach zu erkennen. Ich bin ein gefährlicher Dino. Pass auf! Genau, und wenn er dann nochmal oben drauf drückt, dann verwandelt er sich natürlich auch wieder zurück. Ich bin Triceratops. Mein Wagen ist aufgetankt und fertig für das Rennen. Ui, und da ist er auch schon. Das weiße Monster, kombiniert aus Tyrannosaurus Rex und Velociraptor. Wer den Film gesehen hat, Jurassic World, der wird ihn sehr gut kennen, diesen Tarnsaurier. Und das ist also das Spielzeug davon. Ein ziemlich großes Viech, das muss man ehrlich sagen. Er sieht richtig gut aus. Er hat ein paar coole Sachen am Start.
Der ist auch batteriebetrieben, das sehen wir alles gleich. Ich packe ihn jetzt erstmal aus. Hier ist mir schon der Karton ein bisschen kaputt gegangen beim Transport, aber es macht gar nichts. So, hier ist der Dino plus Schwanz plus Anleitung. Die brauchen wir erstmal nicht, das ist alles relativ selbsterklärend. So, das ist gleich der Schwanz, den stecken wir gleich dran. Hier erstmal ein grober Überblick über den Dino. Das ist er also, da unten sieht man den Lautsprecher. Und das hier ist das Batteriefach. Da müssen nämlich zwei Batterien rein. Das werden wir auch direkt mal machen. Also Fach aufgeschraubt nach links. Zwei Batterien rein. So, und wieder zuschrauben. Jawohl. So, dann stecken wir noch den Schwanz dran, damit er auch ein bisschen Balance bekommt. Das ist natürlich auch sehr einfach. Einfach reinstecken ins Loch, zack, fertig. Die Beine sind frei bewegbar, das sieht man hier. Er kann also laufen. Auch die Arme sind natürlich beweglich und wenn wir den Arm runterdrücken, dann passiert Folgendes. Er brüllt. Und wie er brüllt. Es klingt sehr furchteinflößend. Und das aus gutem Grund. Ja, habt ihr den Film gesehen? Ich fand ihn unglaublich. Und vor allem den Endkampf mit Indominus gegen den T-Rex, da habe ich Gänsehaut bekommen. Auch oben am Rücken sind noch Lichteffekte dran, der leuchtet nämlich rot, so wie man die Arme betätigt. Das sieht man jetzt hier leider nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall noch ein Lichteffekt dabei. Hier ist auch schon das gute Stück in seiner Verpackung und heute zeigen wir euch den T-Rex. So, hier sehen wir das Auto, die Verwandlung und das Endresultat, den T-Rex. Genau, und wie das funktioniert, was der kleine Mann alles auf dem Kasten hat, das zeige ich euch jetzt. Vorher müssen wir den natürlich auspacken. Der ist hier nur mit zwei so kleinen Drähten gehalten, das geht relativ einfach. Hier ist er. Er ist klein, er ist grün, aber er hat ein bisschen was auf dem Kasten. Aber das hat er erst, wenn wir hier die Batterien einsetzen. Also, unten die Klappe ab, zwei normale Batterien rein. Und die Klappe natürlich auch wieder zuschrauben. So. Ach, ich schraube gerade in die falsche Richtung, merke ich. Ja, rechts rum. Rechts rum gehen immer Schrauben zu und links rum immer auf. Darum jetzt mal rechts rum. Ich mache das mal schnell. Genau. So, jetzt ist er einsatzbereit. Hören wir mal rein. Also, wenn wir auf die blauen Knöpfe da oben drücken, dann gibt er Geräusche von sich und vorne auf dem Bildschirm, das Bild ändert sich auch mit. Das ist bei dem T-Rex gleich noch ein bisschen cooler. Darum würde ich sagen, lasst uns den nochmal umbauen. Also, hier unten die Arme runterklappen. Genau, den Kopf hoch. Und so wie ihr den Kopf hoch macht, gibt er auch schon ein Geräusch von sich und die Augen entstehen. So, jetzt hören wir mal, was er auf den blauen Knöpfen zu sagen hat. Ja, und das zu Recht, er ist immerhin der größte Dinosaurier, nicht? Küsst mir die Füße, hol meine Schuhe. Frech ist er auch, aber das kann er sich auch leisten als T-Rex. Und jetzt lass uns den mal zurückbauen und wir schauen, was das Auto noch alles drauf hat. So, also Kopf wieder einklappen, die Beine hoch, das wären gleich die Räder, zack. Und hier drüben noch, so. Und hinten den Schwanz runter, das wird der coole Kotflügel.
Einmal und zweimal. Und so wie er den jetzt bewegt, gibt er auch direkt Geräusche von sich. Klickt hier für mehr tolle Geschichten.